finde es eine Selbstverständlichkeit, dass ein älterer Kollege jungen Kollegen Dinge erzählt, die junge Kollegen noch nicht wissen können. Warum finden Sie das so wichtig? Weil wir in einer Situation sind, wo Zeitungen teilweise sterben, wo immer mehr Fusionen sind, wo Verleger aufgeben und andere Verleger suchen. Da bin ich sicher, dass man Wege daraus finden muss, wie man dieses Szenario nicht zu einem Armageddon, zu einer Apokalypse werden lassen muss. Man muss einfach Wege finden daraus und man muss Dinge, Werte, die ich durchaus als alte klassische Werte sehen, als klassische Tugenden, das ist die Leidenschaft, das ist die Wissbegier, das ist die Arbeitswut, das sind Dinge, die heute bei vielen Menschen, nicht nur im Journalismus, sondern generell verloren gegangen sind. Und die müssen wir wieder aktivieren. Und wir müssen einfach sagen, wir haben einen der schönsten Berufe der Welt, aber einer, der auch sehr gefährdet ist. Und wenn man nicht täglich darum kämpft, sich nicht täglich neu aufstellt, dann wird man auf der Strecke bleiben. So einfach ist das. Nur die Besten werden da reüssieren und die Besten werden dann letztendlich auch oben bleiben oder die noch nicht oben sind, nach oben kommen. Und welchen besonderen Tipp würden Sie jetzt als alter Hase in diesem Geschäft uns jungen Redakteuren auf den Weg mitgeben? Am Ball bleiben,